Hallo, liebe Freunde. Zuerst die Vorstellung unseres Hauptdarstellers, der uns unterwegs immer ein schönes Zuhause bietet. Es ist ein Detlefs Esprit T6810-2 mit Maxi-Chassis und 4,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Nun zur Vorstellung eines Stellplatzes in Deutschland, genauer gesagt einen nahe unserer Heimat. Wir fahren in die unterfränkische Kleinstadt Ebern zum dortigen Wohnmobilstellplatz. Dort möchten wir das erste Juliwochenende in diesem Jahr verbringen. Am heutigen Freitag regnet es noch fürchterlich. Doch das soll sich ändern. Während der Anreise dorthin erzähle ich euch ein wenig über den Ort. Ebern liegt 27 Kilometer nördlich von Bamberg, zwischen den östlichen Ausläufern der Haßberge und den Zeilbergen des südwestlichen Itzbaunach-Hügellandes, die heute ebenfalls zu den Haßbergen gezählt werden. Die gut erhaltene Altstadt von Ebern, wir werden sie morgen übrigens ausgiebig besichtigen, wird noch von großen Teilen ihrer starken mittelalterlichen Stadtbefestigung umgeben. Die Ansiedlung könnte bereits im 7. Jahrhundert im Zuge der fränkischen Landnahme nach dem Zerfall des Thüringer Reiches bzw. Herzogtums entstanden sein. Das Stadt- und Befestigungsrecht erhielt Ebern durch Kaiser Ludwig den Bayern im Jahre 1335. Im 15. und 16. Jahrhundert wurde die starke Stadtmauer mit ihren 4 erhaltenen Ecktürmen und dem mächtigen Grauturm ausgebaut. Einst hatte die mittelalterliche Stadtbefestigung 8 Türme. Zusammen mit dem Kirchturm der Stadtpfarrkirche als Königskegel in der Mitte ergab das Ensemble ein Kegelspiel mit 9 Kegeln. Leider wurden im 19. Jahrhundert 3 der 9 Türme abgebrochen. Es stehen noch die 4 Ecktürme im Mauerring und der Torturm. So, mittlerweile haben wir Ebern erreicht und steuern den Stellplatz an. Dabei folgen wir der Ausschilderung. Gleich nach dem kleinen Bahnübergang biegen wir rechts ab. Der Stellplatz befindet sich hinter dem öffentlichen Parkplatz. Für die Einfahrt muss die Kette natürlich ausgehängt werden. Einhängen der Kette bitte nicht vergessen. Na gut, erstmal sind wir da. Bei dem Dauerregen allerdings, da mag man ja keinen Hund vor die Tür setzen. Irgendwann hört es mit dem Regnen auf. Wir drehen eine Platzrunde. Zuerst zum Haus vom Platzwart. Oben sind öffentliche Toiletten, unten ist das Büro sowie die WC-Entsorgung. Und sanitäre Anlagen wie Dusche und WC sind hier ebenfalls zu finden. Damit verabschieden wir uns für heute und wünschen euch eine gute Nacht, Freunde. Traumwetter begrüßt uns am nächsten Morgen. Nichts wie los zum Stadtbummel. Entlang der Marktstraße von Ebern kommen wir zum Gänseturm mit einer kleinen Parkanlage daneben. Weiter geht es die Hirtengasse hinunter. In deren Verlauf sehen wir einige schöne Häuser und entdecken unter anderem die ehemalige Mühle in der Mühlgasse. Wir kommen zurück zum Marktplatz mit seinem beeindruckenden Neptunbrunnen. Aus einem Fenster schaut eine Katze neugierig dem Treiben zu. Hier noch ein Blick zum Pfarrgartenturm. Und danach, da entdecken wir 2 junge Rauchschwalben. Am Stadtrand findet man die Friedrich-Rückert-Anlage mit idyllischen Eindrücken. Wir kehren zurück zum Stellplatz, blicken nochmals auf den Pfarrgartenturm,
können uns dann noch im Trimm-dich-Pfad betätigen oder, wenn wir das so wollen, einfach vor dem Wohnmobil relaxen. Egal wie, auf jeden Fall wünschen wir euch für heute gute Nacht, Freunde. Am nächsten Morgen noch ein leckeres Frühstück und gegen Mittag wird es dann Zeit für den Aufbruch. Noch ein kurzer Halt an der Grauwasserentsorgung und schon fahren wir los, der Heimat entgegen. Vorbei an dem kleinen Kopfbahnhof verlassen wir langsam die Stadt. Einmal links abbiegen und dann geradeaus bis zum Kreisel. Hier nehmen wir die erste Ausfahrt und verlassen somit die nette Kleinstadt. Wieder geht es bergauf. Und wieder geht es bergab. Nochmals die Ortsdurchfahrt von Untermerzbach. Durch Kaltenbrunn gelangen wir zurück zur B4 in Richtung Coburg oder Bamberg. Damit verabschieden wir uns von euch und fahren weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!